Sehr gut, wie das einfach funktioniert, sich hier hinzustellen, das wird ruhig. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir endlich mal wieder Meetups in Person machen können. Dementsprechend willkommen zu unserem ersten von bis jetzt schon drei geplanten Meetups in 2023. Für die, die es vergessen haben, was es ist oder auf das an das Remote-Format gewöhnt sind, warum machen wir das hier eigentlich? Es ist für uns einfach die Möglichkeit, abseits von der Konferenz nochmal gemeinsam in Kontakt zu bleiben, sich miteinander auszutauschen, alte Freunde wiederzusehen, neue Freunde zu finden. Wir versuchen da irgendwas zwischen ein und drei technische Vorträge zu finden. Hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Wir hoffen, es bleibt auch weiterhin so. Und wir ziehen auch da das gleiche Motto wie bei der Konferenz und erlauben natürlich keine Sponsor-Talks. Und das Programmkomitee schaut sich die entsprechend an und findet da eine Auswahl. Im Austausch, deswegen seid ihr wahrscheinlich alle hier, gibt es Bier und Snacks. Und sollte eigentlich in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland stattfinden. Bis jetzt hat man das genau einmal in Berlin. Dann war da irgendwas 2 Jahre lang und jetzt sind wir hier. Wenn ihr da Bock habt, mitzuhelfen, euer Arbeitgeber sagt, hey, wir haben ein großes Büro und fänden es cool, wenn ihr in unsere Stadt kommt oder sonst irgendwas, sprecht uns gern an. Wir freuen uns immer über helfende Hände, natürlich auch bei der Konferenz. Einfach event@denok.de, meldet euch. Genau, noch ein paar Housekeeping-Themen. Es sind eigentlich wie jedes Mal die gleiche. Wir als Denok versuchen so offen und ja, so offen wie möglich zu sein, und zwar für jede und jeden. Das heißt, unabhängig von Geschlecht, Identität, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, Aussehen, Größe, Herkunft und so weiter. In Summe, wir lehnen jegliche Form von Diskriminierung ab und dementsprechend bitten wir euch, das auch so zu tun. Solltet ihr es mal zu irgendwelchen Konflikten in diesem Fall kommen, wendet euch gerne an vorstand@denok.de oder an jeden einzelnen von uns. Natürlich ist eine professionelle Diskussion zu irgendwelchen technischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, was weiß ich, wer peert mit wem, wer schiebt sein Traffic wie durch die Gegend oder sonst irgendwas, wer benutzt Technik X, natürlich vollkommen willkommen. Aber bitte unterscheidet hier immer zwischen dem technischen und wirtschaftlichen Thema und der Person. Also werdet nie persönlich beleidigt, hier niemand aufgrund irgendwelcher technischen Entscheidungen. Das ist auch unsere einzige Regel. Wir hoffen, es bleibt so. Dementsprechend seid exzellent zueinander. Ansonsten müssen wir mehr Regeln erfinden und darauf hat niemand Lust. Genau. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Denok e.V., der das hier eigentlich alles möglich macht. Wir haben uns 2017 gegründet. Die Gruppe Denok als Community gab es natürlich schon viel länger und auch die Konferenzen. Aber irgendwann war es dann notwendig, zumindest aus Sicht der Community, einen Verein zu gründen. Den haben wir 2017 gegründet. Der organisiert jetzt auch die gesamten Konferenzen, die Meetups, steht da als juristische Person dahinter. Und damit ist halt Denok als solches unabhängig von irgendwelchen Unternehmen und auch von unseren Sponsoren. Natürlich machen Sponsoren das Ganze erst möglich, aber sie haben natürlich keine Entscheidungsgewalt, weder bei Talks noch bei der Konferenz noch sonst irgendwas. Und natürlich ist unser Ziel mit dem Denok e.V. auch, uns ein bisschen über die Konferenz hinaus zu entwickeln. Damit haben wir in den vergangenen Jahren angefangen, gerade auch was die Meetups angeht. Wir haben zum Beispiel noch das Leadership Meetup mit reingenommen, um auch mal ein bisschen technische Themen rauszunehmen, sondern auf die Soft Skills einzugehen. Wir haben uns mit diesen Meetups hier weiterentwickelt und wir versuchen das auch über das Jahr hinweg weiterzubehalten, wie zum Beispiel mit diversen Working Groups, wo jetzt ja auf der Denok zum Beispiel die Routing Working Group gestartet wurde. Genau. Der Denok e.V. hat neben den ungefähr, was sind wir mittlerweile, 250 Mitgliedern, grob, auch noch eine gute Handvoll Fördermitglieder, die ihr hier sehen könnt, die glücklicherweise auch stetig wachsen. Und falls euer Unternehmenslogo hier noch fehlt, seid ihr herzlich willkommen. Sehr gut. Ja. Oh, dann kriegt ihr euer Logo natürlich noch beim nächsten Mal. Sorry dafür. Genau. Wenn ihr Mitglied werden wollt, wir haben eine Standardmitgliedschaft für 30 € im Jahr, um eben den Verein zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir hier unabhängig sind und zusätzlich noch ein Kontroll- und Wahlrecht haben. Dann könnt ihr zum Beispiel entscheiden, wer hier vorne steht und den Vorstand tanzt, aber auch viel wichtiger, in welche Region, in welche Stadt die nächste Konferenz geht. Da haben wir einmal im Jahr eine Wahl dazu. Genau. Fördermitglieder und Mitgliedsanträge findet ihr auf denok.de. Das gleiche gilt auch für die Fördermitgliedschaft. Die fängt bei 500 € an, so hoch wie ihr wollt. Hat neben den natürlich ideellen Vorteilen, die wir vorhin schon erwähnt haben, auch noch den Vorteil, dass Fördermitglieder einen Zugriff auf die Sponsoring-Pakete haben, bevor die in den freien Verkauf gehen, was sehr gefragt ist. Genau. Vielleicht nochmal
auf das, was wir dieses Jahr mit euch vorhaben. Wir möchten im Februar, haben wir es nicht ganz geschafft, werden es wahrscheinlich im März tun, ein Board-Offsite haben, um uns zu organisieren und die Meetups in der ersten Phase zu starten. Wir werden nochmal ein Leadership-Meetup dieses Jahr organisieren, uns um die DENOC 16-Vergabe schon mal kümmern, bevor wir die DENOC 15 überhaupt final angekündigt haben, aber das wird noch passieren. Wir werden einen Working Group und aktiven Tag oder Tage machen, also sprich einen Workshop für die Community, wie wir die DENOC als solche gestalten, in der es um uns geht. Genau, währenddessen werden wir noch auf den ganzen RIPE-Konferenzen in der NOC Working Group mit teilnehmen, die wir gemeinsam mit anderen NOCs gestalten und dann hoffentlich uns auch finalisieren, wo die DENOC 16 stattfinden wird, uns gemeinsam auf die DENOC 15 in Berlin vorbereiten und freuen, die DENOC 15 dann haben, Mitgliederversammlung haben und dann auf ein tolles Jahr zurückblicken. Genau, wenn ihr dabei irgendwas mithelfen wollt, auch hier nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl, event@denoc.de, ihr seid herzlich willkommen, uns zu unterstützen. Genau, zu heute dann wieder. Wir haben heute zwei Vorträge: einmal über EVPN Type 5 Roots von Thomas und dann den wundervollen Titel Look Mom, No Unit Tests von James. Und danach gibt es, wie gesagt, Bier und Snacks. Das nächste Meetup findet am 15.03. in Berlin bei IPB statt und das darauffolgende am 19.04. in Stuttgart bei der Global Ways. Genau, und danach steht noch nicht alles fest. Wir hoffen auf München, Düsseldorf, Hamburg, sind da auch schon in ersten Gesprächen. Aber wenn ihr da eine Venue habt oder jemand kennt, kommt gerne auf uns zu. Wir möchten eigentlich schon das ganze Jahr lang Meetups in ganz Deutschland machen. Dementsprechend halte ich auch gleich die Klappe. Ich bedanke mich schon mal jetzt bei allen Speakern und bei dem Program Committee fürs Erstellen der Agenda. Bedanke mich bei dem Orga-Team, nicht nur den Leuten, die hier sind, sondern auch, die es davor möglich gemacht haben. Wünsche euch allen viel Spaß beim Meetup. Und dann gebe ich noch kurz das Wort an Charles von Akamai und bedanke mich für die Location und dafür, dass wir hier sein dürfen.